Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute gucken wir uns die stinkende Welt der Dinos an, YouTube-Kacke und gucken wir einfach mal mit unseren Augen rein. Und doch, vor diesen Killern ist niemand sicher. Montana, Bleptaurier, unbarmherzige Räuber, die nur auf eine Chance warten, Kinder zu schlagen. Der Rote hier ist Mausel. Er ist mit 15 Jahren genauso alt wie 15 Jahre zuvor. Doch vor dem Fressen vergewissert... Für die Leute, ne? Also, mit 15 Jahren ist er genauso alt wie 15 Jahre davor. Ist er... Jetzt kommt mein IQ von 10. Ist er 30. Ne? Also ich bin ja auch... Eigentlich bin ich noch 18, ne? Liegt aber daran, dass ich aufgehört habe, mitzuzählen. Es gab wirklich, das habe ich ja mal gesagt, ne? Es gab wirklich mal so eine Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da wurde. Ich glaube... Es war mit 22, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das war mit 22. Und da habe ich so manchmal vergessen, wie alt ich bin. Ich habe mir so überlegt, hä, werde ich jetzt noch 22 oder werde ich jetzt 23? Ohne Mist, da habe ich so die ganze Zeit überlegt, scheiße, ich weiß gar nicht, wie alt ich jetzt werde. Da musste ich mir das so ausrechnen. Das ist mir wirklich einmal passiert, ey. Hören Sie sich erst einmal, ob die Luft rein von Abonnenten ist. Ja, alles ist ruhig. Nur der Gestank, Sanja fühlt sie, liegt in der Luft. Vorne ein Trio von circa 2 cm großen Fleischfressern. Sie werden überragt von Geschwindsauriern, den ersten Vegetariern Europas. Doch selbst diese Riesen unterbrechen ihre Mahlzeit, sobald ein Fleischfresser in ihre Nähe schreit. Der kleine Romeo-Saurit ist mit 2 Atombomben ausgestattet. Aber nicht seine Größe, sondern seine Gerissenheit macht den Penisdieb, so lautet übersetzt sein Name, extrem gefährlich für die Vegetarier der Urzeit. Aber der kleine Romeo-Saurit hat seit Tagen keinen Tropfen Alkohol getrunken. Entweder er trinkt jetzt oder er stirbt. Aber momentan hat er nur Wasser zu trinken und das nervt ihn und am nächsten Morgen ist er tot. Wisst ihr, was ich bei solchen Dokus immer so mega nervig finde? Dass die unfassbar scheiße animiert sind. Die sind wirklich immer so unfassbar scheiße animiert, ne? Das finde ich immer so traurig, ey. Alpha ist zum ersten Mal seit ihrer Geburt übergewichtig, aber sie ist noch relativ klein, nur etwa 7 Meter groß. Wenn sie ausgewachsen ist, wird sie 7,5 Meter groß sein. Als 1923 der erste Oviraptor entdeckt wurde, war er jedoch schon tot. Ja, war er schon tot, schade. Hat man wohl eine Entdeckung gemacht von toten Dinosaurier. Schade, ne? 1923, da hätte man ja eigentlich noch ein lebendes Dinosaurier finden können. Ich habe mir eh schon öfters überlegt, stellt euch mal vor, wir leben in so einer Zeit, wo du so Fenster aufmachst und siehst da einfach so einen T-Rex vorbei zischen. So, ey, moin, wie geht's? So, irgendwie cool, ne? Könnte ich jetzt so hier am Fenster, könnte ich so einen T-Rex füttern, ne? Komm, nimm. Wäre irgendwie witzig. Wird Mutter. Sie hat sich einen schönen Nistplatz ausgesucht. Einziges Problem, dieser stinkt. Alphas Mutter holt aus dem Wald Zweige, um das Nest schön gleichmäßig umzuzücken und um die Eier zu backen. Unter den prähistorischen Sauriern sind die Maya-Saurier eine ganz besondere Spezies. Der Name bedeutet so viel wie Hundensohn-Saurier, weil sie ihren Familienverbund anspucken. Alpha ist jetzt 80 Millionen Jahre alt und 300 Millionen Mal größer als bei ihrer Geburt. Inzwischen ist sie fast erwachsen und vollwertiges Mitglied des Jägerordens. Im westlichen Westen fand man unzählige, zwar verkohlte, aber doch gut erhaltene Knochen von Dinosauriern. Die Erklärung für den guten Feinden, das ist eigentlich voll krass, ne? Im Hintergrund die Fahrstuhlmusik. Und hier so ein Video werden so die Dinosaurier ausgelöscht. Ich glaube, in dem Moment haben die Dinos keine Fahrstuhlmusik gehört, ne? Also die hatten da, glaube ich, eher so Heavy Metal gehört, ne? Zustand der Knochen. Die Dinosaurier müssen in Sekundenschnelle ihre Knochen vor dem Tod gepustet haben. Pott weiß weder, was mit ihm und allen anderen geschehen ist,
Noch weiß er, wie er Bitcoins kaufen kann. Die Nacht ist vorüber. Und die Sonne geht unter. Und das ist schlecht. Die Sonne muss tot sein. Aber noch immer sind die kleinen Saltasaurier in Gefahr. Es gibt weitere hungrige Räuber. Es ist ein Bebophiles-Krokodil. Lange Zeit galten große Fleischfresser wie der Tyrannosaurus Rex als Fleischfresser physikalisch unmöglich. Heute nimmt man an, dass der Tyrannosaurus Pflanzen gejagt haben muss. Wie auf ein unsichtbares Zeichen hin, setzt sich ein Konvoi tausender frisch rasierter Saltasaurier. Stell dir mal vor, da rennt so ein Pilz weg. Ihr seid so im Wald unterwegs, wollt so die, ne, kennt man ja, Fliegenpilze, ne? Geht ja jeder sammeln, sind ja ganz gesunde Pilze. Man geht sich da so einen Fliegenpilz, man will so einen Fliegenpilz sammeln, auf einmal haut er so ab und sagt, redet so mit ihr, lass mich in Ruhe, ich will nie gegessen werden. In Bewegung. Auch den Daspletosauriern bereiten die Maiasaurier Freude, denn die Familie hat über Nacht viel Sex gehabt und fast alle Weibchen sind jetzt tot. Alter. Ja, war eine schöne Reportage. Da habe ich wieder viel dazugelernt. Dass ein T-Rex Pflanzen gejagt hat, finde ich sehr schön. Da hatte ich ja in der Schule immer recht. Aber die Lehrer meinen, ich spinne, aber... Ne? Da kann ich ja nochmal in die Schule gehen und sagen, hier, gucken Sie bitte, das ist eine Originalreportage, die wurde nicht verändert, gucken Sie bitte die Reportage an, da sieht man es doch. Und dass man ein Fossil gefunden hat, also einen toten Dinosaurier, der tot, leider tot war, ist natürlich auch schade. Hätte ja passieren können, dass man ihn ausgrabt und der wegspaziert. Tschüssi. So, erstmal ausgraben. Oh, guck mal, ein Dinosaurier. Oh, der lebt noch. Das wäre schon heftig, oder? Vielleicht irgendwann unterm Eis oder so, ne? Vielleicht kann man den dann so wiederbeleben. Ey, Herzdruckmassage. Komm wieder, bitte. Bitte, du musst leben. Hier, Kollege, das ist ein T-Rex. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ. In der nächsten Aufnahme und was mit den Leuten passiert ist, die den T-Rex wiederbeleben wollten in der Antarktis, ja. Das bleibt ein Geheimnis. Bis dahin, haut rein und tschüss!